Ah, wir sind wieder da. Wir wurden angegriffen. Oh Gott. Was ist das für ein Einstieg in den Part? Mal was anderes. Oh Gott. Okay, hallo du Leute. Du hast irgendwas gedrückt. Du kannst das ruhig wieder wegmachen. Aber ich hatte so Angst. Okay. Nee, also halli, hallo. Willkommen zurück zu Let's Play Secret of Mana und so. Noch voll in Attacke hier. Nee, also wir sind beim letzten Mal hier in die Höhle gekommen, also diese Drachenhöhle. Und wir sollen diese erstmal durchqueren oder so oder irgendwas machen, damit wir dann gesagt bekommen, wie wir ins Hochland kommen. Nee, in den Palast kommen, sowas. Ja, wir sollen hier den Drachen finden. Genau. Ja, und das werden wir denn dann auch mal machen. Irgendwie ist es mit dieser Lanze doof, wenn man in so einem engen Raum ist. Da kriegt man die kaum getroffen. Das merke ich ja auch gerade mit dem blöden Bumerang. Da fällt man dutt. So, das ist besser. Ach, schön. So, jetzt noch der Igel. Oh. Einer ist gut, ich sehe zwei. Okay, also jetzt noch die Igel. Los, ja, steh ja auf. Schön. Ach schön, der ist kaputt. Genau. Der die Kiste. Ist diesmal darfst du. Nee, Betten, du hast du diesmal Glück. Dann mach du lieber. Na gut. Ups. So. Oh, Schokolade. Schon wieder. Beim nächsten Mal darfst du die öffnen. Sind wir von hier gekommen, oder? Nee, wir müssten oben lang, aber da können wir noch nicht lang, so wie es aussieht. Oder wir gucken mal da lang. Da geht aber auch nichts. Hier geht nichts. Nee. Gehen wir doch dann. Oh. Ach nein, jetzt sind die ja wieder da. Ja, jetzt haben wir noch mal eine Chance auf eine von diesen tollen Faunjacken. Ja, gucken wir mal. Die war, glaube ich, im Schlussverkauf oder so. Ich glaube nicht, dass sie noch mal da ist. Hat auf jeden Fall die Eule hier gedroppt. Mhm. Also müssen wir die Eulen kaputt machen. Wieso pennt der Igel ständig? Verstehe das nicht. Besser schlafen als... Achso, ja gut, dann können wir sie natürlich nicht treffen. Hi! Oh, komm, geh kaputt. Mach Och. Nicht mehr. Sterb! Sterb! Okay, einer ist kaputt. Ups. Na komm. Ja, sag mal, verletze ich das Viech überhaupt? Und hier ist noch einer. Weil es so schön war, direkt nochmal. Ach, und guck und mal, da noch ist noch eine Eule. Oh, noch eine Chance. Durch. Noch eine Chance. Nein, kein Igelchen droppen hier. Ich habe so eine tolle Jacke bekommen. Ach, war die toll. Ich glaube, die kann jeder tragen, ne? Da war kein besonderes Symbol irgendwie. Ja, ich glaube, die kann wirklich jeder tragen. Oh, ey, ihr steht so mies dort. So, Moment, jetzt aber. Ja, ich komme nicht an die Eule ran. Minus ist erledigt. Und die Eule macht ja immer wieder neue. Ja. Kann ich die einfach so anpieksen? Reicht das auch, wenn ich nicht so weit weg bin? Aber keine irgendwie Ahnung. Nimmt die gar keinen Schaden. Ich weiß auch nicht. Mann, dafür nehmen wir reichlich Schaden. Ja. Komm schon, Kleine, hau drauf. Du schaffst das. Also das irgendwie fühle ich mich nicht so, irgendwann als ob ich irgendwas mache. Irgendwann. Oh, endlich. Yay. Und leider keine Kiste. Nee. Naja, irgendwann. Im nächsten Spielstand. Jo, aber die Kleine bräuchte mal ein bisschen Heilung. Ja. Na toll. Super Timing. Ist doch nicht zu fassen hier, ey. Ist das zu fassen? Nein, das ist nicht zu fassen. Ah, das nee, ist doch, ist gar nicht überhaupt. Das nicht. Ist doch absolute Verarschi. Da mag man nicht. Ach toll. Ach toll. Ah, ich bin verwirrt. Schon wieder. Ja, ich. So, stirb, du böse Eule. Komm, 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 komm. Und lass mir eine Kiste da. Derjenige, der es aufmacht, der bekommt's. Du hast ja schon eine. Na und? Das ist schöne Zimmerdeko. Aua.
Aber keine Kiste da. Nee. Wir haben kein Glück mehr. Hm. So. Na, komm. Wir wollen auch irgendwie nicht sterben. Also nee, der Bumerang ist irgendwie total blöd für die. Also die Lanze ist auch total beschissen. Da passiert irgendwie gar nichts. Ich weiß auch nicht. Warte, ja, ich stelle mich jetzt Zeit, mal genau mal hin. Zeit, dass der Bumerang fertig ist. Pieks. Hier. Pieks. Oh yes, geschafft. Ja, ich guck mal eben. Wegen dem Bumerang. Ja. Super geguckt. Yes. Oh, oh Gott, ich habe gerade meine Hälfte. Hm. Aber du hast ihn ja auch gerade erst angelegt. Na und? Mag nicht mehr. Weg von der Eule, weg von der Eule. Ah. Toll. Du musst nach oben, nee, nach unten drücken musst du jetzt. Oh Gott, ich bin so verwirrt. Und dann dieses Links-Rechts-Prinzip. Ja, ich weiß, aber... Naja, es ist ja schon vorbei. Aha. Ich glaub, wir sind wir nicht schon wieder am... Achso, ich wollte gerade sagen, es sieht aus wie wieder Anfang eigentlich. Echt? Ja, es sah gerade wir sind ja wohl so nicht aus. Im Kreis gerannt, oder? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Wäre ein bisschen doof. Ja, super. Toll gemacht, Igelchen. Hast du super gemacht, Igelchen. Wir sind stolz auf dich. Ah! Weg mit dir. Pieks. Kleine kann nicht mehr mit draufhauen, das ist schlecht. Warte, 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 ich stehe gerade so gut. Du dumme Kuh, geh nach oben. Oh, siehst du, du. Ja, halt, na endlich. Ja, jetzt die hängt mir aber wie Maul. So ein Viech da. Aber jetzt auch richtig hier. Ja. Mhm. 10. Schön. Toll. Hast du gut gemacht, Maike. Ganz klasse. Jetzt pennt er wieder. So. Wenn der sich dreht, kann man irgendwie auch nichts machen. Ah, geh weg. Also wir haben hier aber auch echt zu kämpfen mit ja, echt, Mann. Viechern. Oh, bewusstlos ist schlecht. Komm. Rüttel den mal auf, schüttel den ins Glas Wasser ins Gesicht oder sowas. Ha! Juhu! Weg ist er. Oh, hä? Ach so, genau. Ein Ohr. Jetzt müssen wir bestimmt eine andere Attacke oder so machen. Ich denke mal nicht, dass es wieder dieselbe sein wird. Mhm. Also wahrscheinlich wird er. Ja? Ja. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich von der neuen auch wird er, aber halt mit. Keine Ahnung. Okay. Irgendwo ist ein Fels heruntergefallen. Yay. Das ist doch mal eine Aussage. Genau. Irgendwo ist ein Fels runtergefallen, Mensch. Tja, ich weiß, wo irgendwo nicht ist. Wo denn? Achso, hier. Du weißt nicht, wo es ist. Ja. Ich weiß aber, wo das irgendwo ist. Ich bin schon wieder ja, verwirrt, das da, zu fassen. War noch da an aber einer Stelle, da war eine Treppe. Ja. Und vor dieser Treppe war ein Loch. Ja, aber wie kommt man da hin? Den Weg zurückgehen. Hm. Ah, das ist nur ein Weg, ne? Mhm. Oh, schieb. Lalalalalalala. Die machen wir jetzt nicht kaputt. Nachher droppt die eine Kiste, dann ärgern wir uns. Deswegen, ja. Oh, ja, ich würde mich nicht ärgern, Musik, ich bin ja schon fertig. Nee, doch nicht. Ach so, ich bin verwirrt. Was? Ich denke die ganze Zeit so, hey, wieso renne ich denn die ganze Zeit nach unten? Ich drücke da nach oben. Ja, ja. Geistige Verwirrtheit. Das kommt mit dem Alter und so. Wenn ich schon so alt wäre. Gott, ich bin so alt. Bald bin ich auch so alt. Juhu. Naja, nee, da wird nichts Großartiges gemacht. Dann bin ich halt ein Jahr älter und fertig aus. Also. Ich mache auch nie was Großartiges, also... Braucht das auch nicht. Ich mache sogar weniger als an anderen Tagen. Einfach nur diese Gedanke, du hast Geburtstag, du machst heute nichts. Du liegst im Bett und machst, oh, guck mal. Gib mir eine Faunendings da, Faunendings da, Faunendings da. Schokolade! Schokolade. Ah. Was denn? Du wolltest doch sonst immer Schokolade. Nein, ich will keine Schokolade, ich will ein Faunendings da haben. Das nächste Mal haben wir zwei Chancen. Ey. Schaffen wir schon irgendwie. Wenn wir sie denn mal gekillt haben. Ja, es kann sich nur um Stunden handeln hier. Ja, passt schon.
Vielleicht sollten wir mehr hier unten hin. Hier ist mehr Platz. Ja. Yay, ich kriege einen Blitz ab. Huhu. So, toll. Die Eulen sind am Schlafen. Ja. Richtig gesehen. Oh, auch und beide sind tot kaputt. Gleich. Und nicht eine Kiste. Wow. Das ist echt immer Glück. Hier von dem Brocken treffen, von dem Igel da. Geh Och. Weg! Nein, ich muss noch den Igel irgendwie hauen. Achso, stimmt, ich habe den weggeschoben von dir. Ah, ich habe ihn getroffen. Mit 19. Juhu! Ey, 44 oder so. Juhu. Keine Ahnung, ob ich das war. 80! 80. Juhu. So. Oder auch nicht. Aber hier war doch was noch. Echt? Hm, da kam er doch auch nicht weiter. Oh, na toll. Jetzt gibt's hier die große Suche in der Höhle. Mist! Wir waren uns doch so sicher. Eigentlich schon, ne? Ich wüsste jetzt auch nicht, was soll das denn sonst sein. Ah, da war doch sonst nie irgendwie eine Stelle, wo man irgendwie denken könnte, du, da war irgendwie was oder das ist merkwürdig. Moment mal. Ja? Oh. Hm. Das weiß ich jetzt auch nicht. Kann ich hier suchen. Ja. Nochmal zum Eingang zurück, oder was? Nee, würde ich jetzt nicht sagen, oder? Ich weiß nicht. Dort, wo wir diesen Orb kaputt gemacht haben, hätten wir da nicht vielleicht einfach nur hoch müssen oder so? Da war doch eine Abzweigung vor dem Orb, oder nicht? Vor dem Orb? Ja. Ich jetzt gar nicht. Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Du schaffst es dann, ne? Ah ja, na klar. Hallo, Knopf? Ah. ja, ich mach mal nur die Kleine, ja, ne? Das reicht. Wir sind ja noch ganz gut beisammen. So. Okay, das haben wir schon mal platt. Aber das Viech, das kriegen wir jetzt so schlecht aus der Ecke hier raus. Kommst du mal? Komm, Igel. Komm, komm. Bin auch Ach, komm, gerade wir lassen es. Wir lassen es einfach. Ach, da ist es. Jetzt ist es. Oh, boah, Pech gehabt. Ja, warte mal kurz. Mhm. Guck jetzt mal einmal was. Ja. Damit wir jetzt hier nicht so lange rumsuchen. Mm, das stimmt, das geht ja alles von der Zeit ab dann. Schuppidoppidu. Ja, ja. Ah, okay. Ach, Igel. Nein, Eule. Eule. So, warte mal. Wir sind jetzt gerade nach oben gegangen, ne? Ja. Müsste das ja hier richtig sein. Also Eigentlich. Waren wir doch schon fast richtig, wo der Orb ist, oder wie? Mhm, genau. Ein Raum vor dem Orb. Aha. Da ist was passiert. Okay. Aber sind wir da nicht automatisch durchgekommen? Ja, da, siehst du, da sind die ganzen Felsen jetzt weg. Das haben wir überhaupt nicht beachtet. Okay. Wir beachten schon wieder ja sowieso verwirrt. So wenig. So. Oh nee, nicht Ach, jetzt kleine. Bin ich nicht mehr verwirrt. Verwirrt, meine ich. Ja. Ist verirrt. Ich bin nicht mehr verirrt. Ja, hier die ganzen Brocken, die Na? Sind weg. Verstehe. Da haben wir gar nicht drauf geachtet. Nee. Wir sind ja einfach durchmarschiert, wie immer. Wir haben halt die ganze Zeit gedacht, ja, das kann ja nur dort sein. Ja. Das ist halt, naja, egal. So, jetzt aber. Zwei große Eulen. Mal sehen, ob wir jetzt eine Kiste kriegen. Wahrscheinlich nicht. Autsch, autsch. Wir kriegen hier nur Mord und Totschlag. Schieb, 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 schieb. Schieb, schieb, schieb. So. Au. Ich habe da nur alles ordentlich gemacht. Oh Mann, jetzt bin ich Eule von Igel getrennt. Auf die Nase hier. Mhm. Dann, Ich darf ja gar nicht mit dem Bumerang, kann das sein? Au. Verdammt. Ah, super. Hm. Eine ist schon mal platt. Und da ist eine Kiste. Mal sehen, was wir drin haben.
Minus, ein Minus. Ein Schokolade. Ein Minus ist bewusstlos, war drin. Ja. Ach, nicht schlecht. Ach, jetzt geht kaputt, du blödes Minus Vieh. Ah. Oh, nee, aber gemacht. Irgendwas. Mikes Waffenlevel. Und meine Waffe ist irgendwie immer noch nicht. Ich hänge! Warte kurz. Warte kurz. Guck mal, ich bin schon im Maul drin. Ich muss mal gucken, überlegen. Ich glaube, bei dem half. Hier. Elektra? Ja, wahrscheinlich, weil wir sie gerade bekommen haben. Bestimmt Orkanschub, ha? Nee, ich glaub, Blitzschlag half da immer am besten. Au, au! Das ist nicht so schnell. Ich mach direkt nochmal. Okay, ist noch nicht in Sichtweite. Jetzt aber, komm. Mal gucken. 133. Das ist und nochmal. Autsch. Wir rennen aber auch voll rein, ne? Ja. Der Gedanke, ich muss ausweichen, voll reingelatscht. Oh, die hat schon keine MP mehr. Hm. Ey, hallo. Na, ich habe ja eine Walnuss gefunden vorhin. Ja. Wow. Komm her. Au. Ach so, man kann, glaube ich, nur den Kopf treffen. Ne? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja. Ach Mann, die Schlängel viel zu schnell hier. Die Schlingel. Ach, gerade sah irgendwie gerade so aus, als ob sie tot ist. Eben Mike ein Minus geben. Ich treffe die überhaupt nicht mit dem Dummerang. Ich bin schon die ganze Zeit hier am Probieren. Ich glaube, da kannst du echt nur Nahkampfwaffen nehmen. Wie Schwert oder Axt oder sowas. Mhm. Oder Peitsche. Boah, 4 braucht dieser scheiß Blitzschlag. 4 MP. Ein Juwelenregen auf mich. Freischalt! Aua! Ich muss heilen. Oh, am besten alle, ne? Mhm. Schnell alle heilen. Da. Oh, nicht nochmal auf Maike. Nein, oh Gott. Sie hat du bist 5. klein. Ja, nee, sie ist klein. Oh nein. Das macht nichts. Er rollt aber auch hier über uns drüber weg. Echt? Das ist nicht mehr feierlich. Vielleicht sollten wir uns ein bisschen verteilen oder so. So, und direkt noch ein, weil es so schön ist. Mhm. Und nochmal den Rest hier. Ah, oder? So. Nee. Und ich mache nochmal Heilung auf alle. Mhm. Ich glaube, es ist tot. Ah, nee, doch nicht. Ach, das verwirrt aber auch so. Das verarscht uns voll, das Viech. Und Maike braucht schon wieder eine Nuss. Mhm. Kopfnuss. Ja, siehst du? Haben wir mal nicht gelevelt. Ja. Ja, da geht's ein bisschen schwieriger, weil die Zauber dann noch schwächer sind. Genau. Oh, ich bin klein. Toll. Wir sind alle klein. Ich bin süß. Ich bin süß. Ich bin so süß. Ja. Jetzt kommt. Ach, da kann man ja gar nicht mehr angreifen. Er hat gar nicht gezaubert. Er ist schon wieder nicht gezaubert. Vielleicht, weil sie klein ist. Nee, der war vorhin auch klein. Die zaubert mir hier, jetzt ist sie tot. Oh nein. Ja, dann ist sie jetzt wenigstens wieder groß. Wir sind so geizig, um die wieder groß zu machen. Deswegen warten wir einfach, bis sie tot ist. Maike, los, Angriff jetzt hier. Zauber gefälligst. Hä? Ah ja, doch jetzt. Oh, ich muss heilen. So, Heilung. Oh, da kommt schon wieder die böse Schlange. Ich laufe hier einfach mal so rum. Du könntest ja für dich mal den Hammer benutzen. Stimmt. Oh, Elektra erreicht Level 1. Wow, das ging aber fixer. Na gut, nehme ich mal den Hammer. Yay, ich bin nicht mehr niedlich. So, Angriff und ich laufe weg. Wenn das so dunkel wird immer. Oh, ich glaube, jetzt haben wir so. Ja? Ja.
Aha. Der explodiert. Yay. Wertorb. Gott sei Dank. Dum, da-dum, da-dum. So, ich glaube aber, wir müssen vorher wieder einen Cut machen, ne? Oh. Mein Gott, was ist nur los mit mir heute? Ich vergesse es dauernd. Ist ja echt schlimm. Okay, also wir haben gerade eben, also beziehungsweise nicht ich, sondern irgendwer anders, hat gerade die Schlange besiegt und wir sind jetzt wahrscheinlich schon am Ende der Drachenhöhle. Und wie es jetzt hier weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüss.